suffering it, but I think it's definitely useful. Love you.
unterhalten uns ja häufig lustig über den Berliner Großstadtflughafen, weil die Fertigstellung von BER seit ein paar Jahren immer wieder verschoben wird. Schon Oktober 2020 ist das aktuelle Datum, ist aber auch schon wieder gefährdet, also von der RWB. Aber das ist nichts im Vergleich zur niederländisch-belgischen Grenzstadt. Die ist 5 Kilometer lang, die Straße, um die es jetzt geht. Nach 40 Jahren Bauzeit ist diese Straße an der Grenzstadt endlich eröffnet worden. Und sie führt ganze 8-mal über die Grenze Niederlande-Belgien. Das ist wirklich wahr. WDR4-Korrespondent Walter Kieper hat sich für uns diese Chaosstraße mal genauer angeschaut. Man kann den Kollegen des niederländischen Fernsehens beim Fahren die Fassungslosigkeit ansehen. Er sitzt in seinem Auto und gibt uns mit der Echtzeit über die neue Straße. Und ich wähle doch, das hier ist voll. Da kannst du 80 fahren. Jetzt sind wir aber schon in Belgien, da geht 17 außerorts. Ach nee, jetzt über Holland und 80. Hier gehe ich mir im Überhaupt machen, den Backen. Es ist wohl eine der prominentesten Backen, die man in Europa machen kann. Bei der EU merkt man zwar nicht mehr, dass man eine Grenze überquert, aber die Zuständigkeiten viel weiter gehen. Auf den niederländischen Streckenabschnitten gelten die niederländischen Gesetze und Vorschriften, aber auf den belgischen Teilen. Und sei es nur, wenn man eben 100 Meter zwischendurch ist, dann wieder belgisches Verkehr zu wenden. 8-mal geht das Ganze hin und her, 5 Kilometer. Kompliziert für Außenstehende, die Einwohner hier in der niederländisch-belgischen Fernstadt Waregem Alltag. Die werden schließlich auch häuslich gestellt. Wie geht die Grenze durch die Tür? Diese Frage im Mund, das hat so zwei Nationalitäten. Lacht Jan von Streiten rum seit Jahrzehnten, hier ist die Grenze gewöhnt. Auch das, wenn er nach der Straße umfällt, dass er dann in die richtige Richtung fällt. Fällt er mitten in seinem Heimatort beispielsweise nach links, dann kommt der belgische Krankenwagen, sagt er nach rechts zusammen, muss man im Niederländischen sein. Wenn ich hier ein Moment bekomme, gehe ich nach Dönach, und wenn ich hier ein Moment bekomme, gehe ich nach Dönach. Aber es geht noch besonders eigentlich überall. Die Polizeistation steht beispielsweise mitten auf der Grenze. Wenn der belgische Polizist Pascal Boschmanns einen Verdächtigen vor sich sitzen hat, dann muss er immer aufpassen, wo er in den Raum genau platziert, damit der kriminelle Bandverhör auch auf belgischem Boden sitzt und alles juristisch einwandfrei ist. Nicht anders auf Strafe an der Grenze der künftigen Kleinstadt. Wenn wir etwas sehen in Holland, und das ist eben auch alles durcheinander, und wir sagen alle, dann müssen wir unsere holländischen Kollegen anrufen, dann kommen wir nicht wieder was dabei. Die neue Ort zum Leben ist tatsächlich ein Hebräuchraum an Einstein. Die beiden Königreiche haben sich nämlich ganz pragmatisch geeinigt vor 40 Jahren. Weil die Meerstraße in Holland liegt, fehlt einfach überall das holländische Telefonnummer 85. Und das wiederum heißt, dass Bahnhof der einzige Ort in Belgien ist, wo man ganz ohne Strafe das belgische Telefonnummer verschreiben darf. Der Wahnsinn ist gar nicht so weit entfernt von unserer Ausbahn. 5 Kilometer Autofahrt von da